So, moin moin und herzlich willkommen zurück. So, in der letzten Folge haben wir endlich diesen Bären mal platt gemacht, nach einem halben Jahrhundert des Kampfes. Und jetzt stehen wir hier vor einer Stadt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit M. Und wir wollen jetzt hier der ganzen Sache etwas auf den Grund gehen, denn die junge Dame hier, die hat hier eine Bekannte ihrer Mutter, die Liana. Und die soll uns angeblich Antworten geben können. Angeblich. Finden wir es heraus. Gallen unverletzt. Shellveda. Nun, wer bist du? Der Wink. Ist ein Name. Wenn ihr jemanden belästigen wollt, dann bitte Shellveda. Dann keift er uns wenigstens nicht an. Ich hänge schon wieder an irgendwelchen Männern fest. Oh, der redet sogar mit uns. Ich wünsche euch einen nassen und düsteren Abend in Mulsantir. Das war der Name der Stadt. Ihr seid nicht zufällig auf dem Weg einer Armee von wütenden Geistern begegnet. Wie man's nimmt, wie man's nimmt. Ich beginne Gespräche üblicherweise nicht so, aber die hiesigen Schamanen sind auch üblicherweise nicht so gereizt. Und mein Wagen hängt üblicherweise nicht vor den Stadttoren fest. Eine Armee wütender Geister, ist das in diesem Land üblich? Nur wenn mein Lebensunterhalt außerhalb der Stadt im Dreck steht, das versichere ich euch. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Das hier ist ein raues Land, abweisend zu Fremden, und ich versuche mich mit so vielen Mauern wie möglich zu schützen und kann es kaum erwarten, nach Hause zurückzukehren. Ja, na gut, vielleicht kann der mir helfen, vielleicht kennt er sich hier aus. Ich suche ein Theater und eine Frau namens Liana. Dann lächelt Thymura doppelt und auf euch herab. Denn beide findet er innerhalb dieser Mauern. Geht durch diese Tore und steuert direkt auf das runde, baufällige Gebäude zu, das nach Knoblauch und saurem Wein riecht. Und die ist dann da drin, oder was, die junge Dame? In der Tat, und ich habe sie nie herauskommen sehen. Mit dem missfällt das Theater, so wie es scheint. Ich bin mit der Schaluppentruppe, ich bin mehr der Schaluppentyp. Unter den Fremden in dieser Stadt werdet ihr eine irrationale Hingabe entdecken. Entweder für den Schleier oder für die Schaluppe. Okay. Unter den Einheimischen werdet ihr eine ebenso irrationale Verachtung für beide entdecken. Die Hashemi sind ein humorloser Haufen und misstrauisch gegenüber fremden Gütern und Göttern. Reden wir über etwas anderes. Ihr seid nicht aus Hashemi. Ja, das wissen wir eigentlich schon, aber naja. Nein, ich stamme aus Tesk, von der anderen Flussseite im Westen, okay? Mein Beruf führt mich den goldenen Weg entlang, aber meine Abneigung gegenüber dem Tod hält mich in Mulsantir. Was verkauft er denn? Vielleicht haben wir da irgendwie was, oder wir können selber Sachen verkaufen. Felle, Gewürze, exotische Hölzer, die Art von langweiligen Handelsgütern, die reich machen sollen. Es ist aber in meinem Fall nicht tun. Ja, so ist das im Leben. Der goldene Weg, ist das eine Art Straße? Eine Straße, ja. Die Art der Straße variiert jedoch und verdient nie ganz die Bezeichnung Straße. Der goldene Weg verbindet den Westen mit den entfernten Königreichen von Karatur. Händler wie ich nutzen diese Straße, bleiben mit den Wagen stecken und werden ausgeraubt und ermordet, wenn auch nicht immer in dieser Reihenfolge. Einige wenige treiben einträglichen Handel. Ich gehöre allerdings nicht zu ihnen. Wenn du sonst noch ist, ein Händler, habt ihr etwas zu verkaufen? Ja, eigentlich ja nichts Praktikables, aber ich frage trotzdem mal. Zu Punkt 1 ja, und ich wäre ein schlechter Händler, wenn ich auf Punkt 2 mit Nein antworten würde. Da möchte ich an blöffen. Oh, der Wagen steckt noch eine ganze Weile fest. Haltet die Beiße niedrig, dann entschädige ich euch für den entgangenen Handel. Erfolg! Ach, toll! Stimmt, wir stecken jetzt schon einen halben Tag fest und das verzögert meine Rückkehr nach Tesk. Nun gut, erzählt den Einheimischen nichts davon, sonst überschwemmen sie meinen Wagen und wollen Tigerfelle für Kupfermünzen kaufen. Ich bin gespannt. Alter, der wollte das doch billiger machen. Okay, ich kann jetzt aber hier hingehen und das Zeug hier verkaufen. Alter, das bringt ja richtig viel Geld. Untersuchen. Immunität, Gift, Material, Metall, Mithral, Rüstungsbonus 6, Schadensimmunität, Säure, 10% Immunitätsbonus. Können wir aber nicht tragen, weil es wahrscheinlich schwere Rüstung, mittlere Rüstung, mittelschwere Rüstung. Okay.
Qualifizieren 100... Nee. Wie viel können wir es denn verkaufen? 14. Wow. Kann sie das vielleicht identifizieren? Ah, okay. Das ist doch schon viel, viel besser. Boah, wir haben 5000. Boah, das ist ja nice. Haha. Man sieht Bogen kurz. Alter, wie viel Geld wir da jetzt verdienen? Was denn da los? So, bei ihm hier können wir sogar wirklich... So, Alter, wie viel Geld man damit verdient? Was denn da los? Das ist echt krass. Kettenhemd plus 3, beschlagener Wederwams plus 4. Da kriegst du aber 15.000, wir haben jetzt 16.000. Rüstungsklasse 3, na. Rüstungsmanus minus 1. Weiß ja nicht. Wir sparen mal. Sind mal so frei. Das könnten wir aber vielleicht gebrauchen. Zumindest mal einen. Amulett des Meisters. Was bringt das denn Schönes? Ui. Das ist ja auch nicht schlecht. Ring der Schallresistenz. Schall, das gibt es auch als Schaden. Okay, interessant. Was haben wir da momentan von? Nach der natürlichen Rüstung. Oh, das kostet aber richtig viel Geld. Na, okay. Wir gehen jetzt aber einfach mal hier rein. Und dann sehen wir weiter. Und hinein. Und ab nach Mulsantir. Bin ich mal gespannt. Mitten Mulsantir, neben dem Regentreiben des Bazars, liegt eines der ältesten Wahrzeichen von Mulsantir. Das Schleiertheater mit seinen besonderen runden, mit seiner besonderen runden Architektur. Den bunten Bannern. Okay. Ja, da ist es ja auch schon. Oh, ist ja doch relativ groß, sag ich mal. Und hier haben wir einen ganzen Bazar. Bin ich mal gespannt. Und was handelt hier? Seite aus dem Königreich. Schuh. Wisst ihr? Haha, Schuh. So, Mutter Feodora. Willkommen in Mulsantir, Fremdling. Wir sind zwar ein zurückhaltendes Volk, aber freundlich, wenn man uns gut behandelt. Wollt ihr Handel treiben? Ja, immer her damit. All diese Preise, das ist ja Wahnsinn. Die sind ja überkrass, ey. Was bringt das denn, wenn das so viel kostet? Regeneration 8. Guck, ich bin die ganze Zeit wieder live dabei. Oh, das wäre ja nice. Okay, ich komme auf dich zurück, junge Dame. Ich komme auf dich zurück. Bürgerlicher, unverletzt. Im Schleier, was war es heute? Sehr ruhig. Kein Geplapper, kein Lärm. Das ist seltsam, nicht? Oh, na denn? Bin ich neugierig. Was ist denn das? Wo geht's denn da hin? Abgeschlossen. Kann ich mit dem reden? Ah ja. Berserker. Entschuldigt, Fremdling, aber ihr dürft nicht passieren. Shiva Weißfeder hat angeordnet, dass das Tor zum nördlichen Mulsantir fürs Erste geschlossen bleibt. Warum das denn? Eine Sicherheitsvorkehrung. Wütende Geister treiben sich im Land herum. Die Hexen da sagen, dass der Bärengott geweckt wurde. Ja, und ich habe wieder zum Schlafen gebracht, würde ich mal behaupten. Sorgt euch nicht. Sollten Entweiher dafür verantwortlich sein, werden die Hexen sie finden. Und ihr könnt auf ihre Kadaver spucken, wenn sie am Galgen hängen. Wer ist Shiva Weißfeder? Sollen wir noch kurz was trinken? Ihr könnt ja mal lesen. Ich mach das auch mal gerade. Ich würde mal sagen, wir gehen da mal schnurstracks in das Theater einfach mal rein. Und dann sehen wir weiter. Ich caste einfach mal
Mit den Fallen der Fälle, dass wir da drin kämpfen müssen, ich weiß es ja nicht. Ich kenne ja mein Glück. Spiel wird gespeichert. Hä? Ich will da rein. Genial. Oh Mann. Okay, war gut, dass ich... Gut, dass das Spiel gespeichert wurde. Safia, die Tochter von Nephris, hier? Ich hätte erkennen müssen, dass diese zwei... Homunkuli aus eurer Heimat stammten. Was macht ihr denn hier? Finde ich eigentlich lustig, ne? Jetzt haben wir hier so die Supertarnung, die Robe gewechselt und so weiter und sie wird trotzdem direkt erkannt. Und was habt ihr mit Ipsit und Sefi gemacht? Wir haben sie am Theater rumschnüffeln sehen. Die Knolle haben mit ihnen eine Weile herumgespielt, bevor sie sie zerlegten. Eure primitiven kleinen Geschöpfe sind Geschichte. Was für eine dämliche Frage, ist das ein Freund von euch? Einschüchtern. Ja, komm, wir haben ja auch etwas geskillt. Erfolg. Er wollte Lena töten. Er sagte, das wäre Teil des Plans, Direktorin Nephris zu stürzen. Was? Wer hat euch hierher befohlen? Es war Araman. Das müsst ihr doch gewusst haben, Safia. Oder war eure Mutter so blind, dass ihr die Zeichen nicht erkannt? Selbst wenn er uns... Ja, mit der Einschüchterung sind wir bisher gut gefahren. Machen wir das mal nochmal. Erfolg. Habt ihr schon mal einen Mann gesehen, dessen Magen von Auflösungszaubern zersetzt wurde? Ihr werdet überrascht, wie lange man so überlebt, mit unglaublichen Qualen, während die Innereien langsam herausquellen. Geht einfach. Sophia und ich werden vergessen, dass ihr jemals hier wart. Eigentlich habe ich meine Meinung geändert. Wehrt euch, Maria. Nein, komm, wir sind mal so. Sollen sie sich doch verdümmeln hier. Auf geht's. Erfolg. Vielleicht habt ihr recht. Ich werfe dafür nicht mein Leben weg. Für Aramans Vendetta. Sollen sich die anderen um mich kümmern. Alter, wir sind genial. Magda, einen passenden Auftritt habe ich in 40 Jahren Theater nicht gesehen. Lena sagt uns, ihr kämet doch, sie sprach nicht davon, rote Magier zu erschlagen oder unser Leben zu retten. Der rote Magier war nicht allein, da sind noch mehr von ihnen und sie sind Lena in die Hinterzimmer gefolgt. Na dann, würde ich mal sagen, machen wir das auch. Wartet, Lena ist keine gewöhnliche Theaterleiterin. Sie hat ein Geheimnis, eine Schattentür, die zu einem Ebenbild des Schleiertheaters führt. Sie ist ganz bestimmt durch diese Schattentür geflohen. Dennoch, solche Tricks werden die roten Magier nicht aufhalten, zumindest nicht lang. Hier, nehmt das, solange ihr diesen Stein tragt, wird euch die Schattentür offen stehen und ihr könnt hindurch. Ein schwarzer Stein, er schluckt das Licht und reflektiert absolut nichts. Ja, er ist aus dem anderen Reich, auf der anderen Seite des Portals. Gleich und gleich gesellt sich wohl gern, ja das stimmt. Bringt ihn zu einem schwachen Punkt zwischen den zwei Welten und eine Tür wird sich öffnen. Zumindest hat Lena mir das gesagt. Rasch jetzt, durch die Tür hinten auf der Bühne. Finde Lenas Schlafzimmer und geht zur hinteren Ecke beim Spiegel. Solange ihr diesen Stein habt, könnt ihr die Tür nicht verfehlen. Na dann. Machen wir mal das Unmögliche und sagen, wie verplant wir sind und verfehlen es doch. Safir starrt mit einem Schritt und verzieht vor Schmerz ihr Gesicht. Er scheint verletzt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich hatte doch gesagt, nicht jetzt. Wieso habe ich nicht meinen Kopf? Versucht doch mir zu erklären, was los ist. Vielleicht kann ich helfen. Dieses Klingen in meinen Ohren und dieses Brennen. Meine Haut brennt. Nein, bitte nicht. Bitte nicht was? Ist alles in Ordnung? Ja, offensichtlich nicht, meine Güte. Was er sagt, ergibt keinen Sinn. Ich dachte nur, ihr würdet versuchen, mir zu helfen. Versuche ich, ja. Ich meinte, sorgt euch nicht. Ich glaube, der Schmerz lässt nach. Es geht schon wirklich. Jetzt, Mädel, jetzt sagt mir doch mal endlich, was da los ist. Und keine wirren Pseudo-Sachen. Ich würde gern wirklich wissen, was abgeht. Wieso? Es war nur ein kurzer Schmerz. Was auch immer es war, es ist weg. Blöffen, Verständnis? Was denn jetzt? Ist das jetzt verständnisvoll oder blöffen? Ach so. Entweder sind wir so verständnisvoll oder wir müssen blöffen.
Also ich würde mal sagen, wir sind ein sehr verständnisvoller Mensch, oder? Ja, was sagt ihr? Nein, ich habe, als der Schmerz kam, habe ich einen Schrei gehört und es war nicht meine Stimme. Manchmal höre ich Stimmen, die, nun ja, nicht wirklich meine sind. Allerdings wurden diese Stimmen erst jetzt zum zweiten Mal von Schmerzen begleitet. Ich hoffe immer noch, eine Logik hinter den Flüssen zu erkennen, aber es kommt und geht ohne einen Sinn. Das erste Mal war in der Höhle, ne? Ja, beim Grab, kurz bevor ich euch fand. Ich dachte damals, es wären böse Geister. Ja, wir sind sehr verständnisvoll. Was sind das für Stimmen? Was sagen sie? Einfluss gewinnen. Sie klingen menschlich, fast vertraut. Meist ist es nur ein entferntes Raunen, doch manchmal sind ganze Worte zu hören. Während meiner Lehrzeit habe ich einmal von der falschen Schriftrolle gelesen und wäre dabei fast in Flammen aufgegangen. Oh, Mädel, was machst du auch für Sachen? Bevor ich die Formel zu Ende sprechen konnte, schrie eine Stimme in meinem Kopf auf. Das hat mir das Leben gerettet. Ich habe zu lange geplaudert, wir sollten weiter zu Lena und Lena finden. Wenn auch andere von der Akademie sie suchen, bleibt uns vielleicht nicht viel Zeit. Ja, dann auf geht's. Da hinten, da ist eine Tür. Wunderbar. Gott, hoffentlich habe ich den jetzt nicht so sehr in die Wand gecastet, nicht, dass er sich jetzt nicht mehr bewegen kann. Okay, doch, alles safe. Oh, hallo. Machen wir erstmal das hier. Es scheinen aber nur zwei Gegner jetzt zu sein. Der Schaden hält sich aber auch gerade momentan in Grenzen. Ja, doch, es geht. Die halten viel aus, die Kerle, das ist ja echt krass. Und das Skelett ist schon down. Komm, noch einmal und dann, jawohl. Mal gucken, ob die einen Tagel bei dem was bringen. Jetzt wirst du hier getentackelt. Ey, wieso rennt der da raus? Das darf der doch gar nicht, das giltet nicht. Aha. Ey, der ist ja echt schlau, der rennt da echt raus. Mieser, fieser Kerl. Der Knoll aus Tay. So. Das ist aber ausgeknollt. So, einmal mitnehmen, bitte. Schrank, was gibt's da? Wow. Also einen Schrank würde ich auch gerne mal im Real Life finden. Ich bin bepackt. Das ist natürlich blöde. Einmal, zweimal, dreimal. Wunderbar. So. Ah, und da ist dann... Okay. Ich weiche mal noch gerade. So. Und weiter geht's. Tod den Knollen. Mal stopp. Seht mal hier, es ist ein Portal zur Schattenebene. Ich hatte schon genügend Begegnungen mit Schatten. Einfluss gewinnen. Ja, ihr habt recht. Ihr habt ein Auge für das Arcane. Gesamteinfluss 23. Ja, wir sind genial. Die liebt uns nachher. Ich weiß es jetzt schon. Wenn wir hindurchgehen, gelangen wir in eine umgekehrte Parallelwelt unserer eigenen Realität. Nicht alles ist so, wie es scheint, in der Schattenebene. Dennoch, wenn wir Acht geben, haben wir nichts zu befürchten. Gehen wir hindurch, bevor es sich schließt. Ja, auf geht's. Die Schattenebene ist eine Dimension, die neben der materiellen Ebene existiert und sich mit ihr überschneidet. Ah, das ist mein PC ladet zu schnell. Oh. Erinje. Ja. Spüre die Tentakel. Oh. Wow. Was denn mit denen? Alter, was? Die sind ja überkrass. Was ist mit denen los?
Was war denn das? Okay. Das war interessant. Das war echt interessant, ey. Zack, zack. Okay. Ja, den hier müssen wir platt machen. So. Haben wir denn hier ein magisches Geschoss? Machen wir das mal noch. Mal gucken, ob das jetzt schon mal irgendwie Schaden macht. Na wunderbar. Man nicht irgendwie was richtig. Ah ja, das hier. Können wir auch mal noch machen. Im Moment klappt es ja doch relativ gut. Oh shit. Jawohl, das hat funktioniert. Der verschwindet gerade. Ja, genial. Das hat funktioniert, was ich hier vorhatte. Geht ja mit ein bisschen Planung, bisschen besserer Fokus, dann läuft das auch. Dann bräuchte ich nicht unbedingt mal einen Tank oder so. Definitiv. Der Kaji macht einfach immer noch nichts. Was er rumflattern, wie als hätte er sonst nichts Besseres zu tun. Stirb, du Succubus oder was auch immer du bist. Bald schon tot um. Alter, wie viel der einfach aushält. Machen wir mal noch hier den Insektenschwarm. Vielleicht bringt der ja was. Jetzt müsste sie ja eigentlich gleich tot umfallen. Oder auch nicht. Ah doch, jetzt. Wunderbar. Gefällt mir. Alter, da sind wir gleich schon wieder bepackt, ey. Übelst hart bepackt. Gibt's ja gar nicht. Alter. Echt unschön. So. Abgeschlossen. Und hier können wir durch. Tada. Operationstisch. Der Tisch ist hässlich, schmucklos und mit altem, getrocknetem Blut bespritzt. An beiden Enden sind massive Fesseln für die Hände und Füße einer Person. Hand ausstrecken und den Tisch berühren. Ihr streckt eure Hand aus, berührt die Platte, streift mit den Fingern über die Platte, die glatte polierte Oberfläche. Etwas in euch krampft sich zusammen, dort wo einst der Splitter war. Eure Ohren dröhnen, eine Stimme ertönt durch das Getöse. Eine Frauenstimme, oder sind es zwei? Sie klingen so ähnlich. Euer Blick verschwimmt, dunkle Gestalten beugen sich über euch, ziehen die Gurte um eure Hände und Füße fest. So eng, dass eure Handgelenke und Knöchel brennen, bluten. Auf die dunklen Schatten konzentrieren, um sie genauer zu betrachten. Es sind Frauen, ihre Gesichter sind fast identisch. Die eine in weiß, die andere in rot gekleidet. Andere Gestalten dunkler und tierhafter lauern im Hintergrund. Die eisigen Finger der Frauen berühren eure Brust, fahren mit einer kalten Klinge über eure Haut. Ihr könnt euch nicht bewegen, nicht schreien, nur zusehen. Der Krampf in eurer Brust geht in ein Brennen über, das Echo eines auffallenden Schmerzes, dessen Intensität ständig zunimmt. Die Arme der Frauen sind bis zu den Ellenbogen rot, ihre bleichen Gesichter voller Blut. Konstitution, den Schmerz bekämpfen und um den Traum zu bewahren. Erfolg, eine der Frauen, die rot gekleidete, zieht ihre Hand aus eurer Brust. Sie hält einen glänzenden Splitter. Die rote Frau blickt nach unten und sieht euch in die Augen. Für die Liebe. Lautlos formt euer Mund die Worte, die sie ausspricht. Nun stürmen weitere Schatten, die tierhaften Gestalten aus dem Hintergrund nach vorne, heben euch vom Tisch und tragen euch zur offenen Tür in die Dunkelheit. Ihr hier gewährt, weil ihr einen schmerzhaften Traum ertragen habt. So, interessant. Eine von tanzenden Rune erleuchtete Dunkelheit, in der niederträchtige Präsenz lauert.
Versucht den Traum zu bewahren. Er konzentriert euch, aber der Traum ist zu Ende. Ihr zieht eure Hand vom Tisch und fühlt euch geschwächt, leer. Ihr habt innegehalten. Habt ihr etwas gesehen, eine Vision oder eine Erinnerung? Eine Erinnerung, glaube ich. Diese Frau beugte sich über mich, zog den Splitter aus meiner Brust und sagte: Für die Liebe. Auf der Schattenebene liegen Erinnerungen dichter an der Oberfläche des Geistes. Solche Visionen sind nicht ungewöhnlich, besonders wenn eine Erinnerung stark ist oder unterdrückt wird. Ich habe schon irgendwie so ein Gefühl, welche rote Magierin das gewesen sein könnte. Aber gut, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.